Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen Ausgabe. Moin Moin heute um 16 Uhr, zu der Uhrzeit, zu der ihr eigentlich etwas tun solltet, zu der ihr produktiv sein solltet. Das ist die Zeit des Tages, auf die man sich vorbereitet, wo man aufsteht, lange sich vorbereitet, kalt duscht, endlich mal sich so ein bisschen Triebkraft geben kann, sich so mal noch ganz nach hinten spannt, um die Gummizüge der eigenen mentalen, geistigen Schaffenskraft irgendwie voranzubringen, um dann irgendwann um 16 Uhr an dem Punkt zu sein, wo man sagt, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich was. Und dann kommt Moin Moin und ich sag, komm Leute, esst erstmal ein Stückchen Kuchen. Ich bin der wirklich, wenn ihr sagt, no, jetzt geht's los, ich habe die Jacke an, ich habe die Schuhe an, Geldbeutel dabei, dann bin ich der nochmal anruft und sagt, Mensch, du, wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Was treibst du so? Erzähl mal. Und du, Gott, oh nein, ich komme heute nicht mehr irgendwo hin. Denn wir essen ein Stückchen Kuchen, wir machen heute gar nichts. Wir machen heute nichts Produktives. Es ist doch Freitag, die Woche ist gelaufen. Man muss so eine Woche auch einfach mal beenden können. Es ist doch traurig. Ich sehe immer wieder Leute, die einfach so eine Woche nicht beenden können, die am Freitag um 18 Uhr noch sagen, nein, ich muss noch da sein. Beende es, mach's nächste Woche, ist doch egal. Die Leute, die sich darüber ärgern könnten, dass du deine Arbeit nicht machst, die sind auch schon am Wochenende, die haben auch schon keinen Bock mehr. Die machen doch nicht aus. Das ist doch auch Teil deren Arbeitswoche, sich darüber aufzuregen, dass du deine Arbeit nicht gemacht hast und die sind auch schon Wochenende. Also Leute, ich beende hiermit offiziell die Woche. Die Woche ist beendet. Schluss. Aus. Ja, Ende. Aus. Lasst alle Sachen stehen und liegen. Die Woche ist hiermit beendet. Freitag 16 Uhr. Wir sind durch. Die Woche. Wir können nochmal zurückblicken. War es eine gute Woche und eine schlechte Woche, aber sie ist auf jeden Fall vorbei. Das war's. Weg damit, weg mit der Woche, abgehakt in die Akten. Irgendwann in 100 Jahren wird irgendein Historiker nochmal gucken, was ist da passiert, aber ich nicht, mir ist das egal. Nils bemerkt, guck, ich mag diese Wörter. Diese Wörter, die normalerweise dazu benutzt werden, um sich kurz Zeit zu verschaffen. Im Englischen ist es zum Beispiel listen. Also wenn dir jemand eine Frage stellt und du sagst, listen. Heißt, der Typ weiß gerade nicht, was er sagen soll und braucht einen Moment und sagt, listen. Und dann kommt die Antwort erst. Achtet mal drauf bei amerikanischen Politikern, wie oft einfach so look. Listen oder look? Listen. Look. Sehr selten smell. Hear. Ja, das sind oft die Sinne feel. Es ist eher look. What we need to do. So, das ist immer das Ding. Und im Deutschen gibt's das auch manchmal. Das gibt's aber, glaube ich, eher in Süddeutschland, würde ich jetzt sagen. So mit diesem Chance. Da gibt's das auch. Chance. Schauen Sie. Ja, doch, schauen Sie gibt's schon auch, ne? Aber das ist, schauen Sie. Wir müssen die Steuern senken. Also, wieder, kurzen Moment noch. Schauen Sie. Und das ist nämlich auch, ich find's gut, Nils macht hier Cook. Cook ist aber komisch. Vor allem in Textschrift finde ich's dann auch wieder, ehrlich gesagt, nichts gegen Nils, aber wieder ein bisschen unsympathisch. In gesprochener Sprache braucht man manchmal solche Füllerwörter, so, schauen Sie. Wie ich gesagt habe. So, aber in Cook, weiß ich nicht. Cook, gucken Sie mal. Also wissen Sie, ah ja, genau, stimmt, Somboni. Also wissen Sie ist gut. Also wissen Sie kann aber schon fast ein bisschen aggressiv gewertet werden mit, wissen Sie, oh ja, wissen Sie ist auch gut. Pass auf. Wissen Sie, schauen Sie. Gucken Sie. Wissen Sie, schauen Sie. Also da kann man sich schon eine Menge Zeit erkaufen, finde ich gut. Pass auf, ist auch gut. Pass auf. Schauen Sie. Wissen Sie, und du kommst eigentlich durch die halbe Antwort durch. Die haben eh nur 13 Sekunden für deine Antwort. Ja, das ist so. Hör mal. Im Italienischen ist das Echo. Allora. Ja, allora, allora. Es ist herrlich. Allora, allora. Das kann man einfach immer füllen. Finde ich gut. Hör mal. Ja, hör mal ist schon ein bisschen aggressiv. Große Babypelzpanade, das Braten in Fett. Geil. Okay, gut. Sven, er ist noch beim Käse und ich hab da nichts dagegen. Schauen Sie mal her. Kann man so nicht sagen? Müssen wir doch erstmal überlegen. Ja, das ist auch gut. Horch mal. Habe ich noch nie gehört. Horch mal. Das Ding ist auch gut. Ja, nun ja, naja, passen Sie mal auf. Gucken Sie mal. Schauen Sie. Auflauf. Gib mal Obacht. Folgendes. Halt. Hören Sie mal. Brudi, ich sag mal. Aufgemerkt. Alter,
Folgendes. Ja, finde ich gut. Kann man sich, glaube ich, durch eine ganze Antwort durchbringen. City Minis Work und Moin Moin, was gibt's Besseres? Habt ihr Erfahrung eigentlich mit den neuen Zimt-Cornflakes gemacht? Ich habe gehört, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, ich glaube, selbst Cäsar hat sich schon jeden Morgen die City Minis reingeballert. Jetzt gibt es einen Konkurrenten. Es gibt nämlich neue Zimt-Cornflakes auf dem Cornflakes-Markt und ich habe mich noch nicht getraut zuzugreifen. Ich bin da immer skeptisch und aber eigentlich sollten wir alle lernen von unserer Curryköchin, dass wir uns weiter aus unserer Komfortzone rausbewegen sollten, von Miliza. Eigentlich sollten wir uns den, es gibt jetzt nämlich auch Zimmis. Zimmis sind jetzt neu. Okay, vielleicht heißen sie auch anders. Warte mal, jetzt habe ja, doch, hier, Kellogg's Zimmis. Neue Zimt-Cornflakes von Kellogg's. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Gerne mal ein Z in Chat, falls sie gut sind, X in Chat, falls sie nicht gut sind. Ob man die kaufen muss, ob sie die Cineminis verdrängen werden, auch merkwürdig. Stimmt nämlich, weil ich glaube, Cineminis sind nicht von Kellogg's. Ich glaube, das ist jetzt der Angriff. Ich glaube, das ist, wir werden Zeuge des großen Cornflakes-Kriegs. Cineminis sind, glaube ich, nämlich von Nestle. Ja, genau. Cineminis sind von Nestle und jetzt rückt Kellogg's nach mit ihren eigenen Zimt-Cornflakes, mit den Zimmis. Und das wird blutig, ne? Also das wird blutig. Cornflakes-Kriege fordern in der Regel enorme Opferzahlen. Wir haben hier einen Drachen als Maskottchen. Das ist ja auch ganz wichtig natürlich. Cornflakes haben immer ein charakteristisches Maskottchen. Wir alle kennen Toucan Sam oder den, ich weiß nicht, Paul, Ralph, den Tiger, Carsten, der Tiger, von Frosties, ich glaube so Carsten hieß er. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Drachen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Normalerweise steht der Name immer dabei. Aber wir haben ja auf jeden Fall einen Drachen. Wohingegen Cineminis es sich relativ leicht gemacht hat mit ihrem Maskottchen. Einfach ein Cinemini-Plättchen mit Augen drauf. Aber da weiß man auch, die haben halt auch einfach das Selbstbewusstsein zu sagen, wir brauchen kein Maskottchen. Fuck it einfach. Oh, Z, Regie schreibt Z. Oh, okay. Wir schauen mal ganz kurz in den Chat, was hier geschrieben wird. Rip XX, oh, widerlich schreibt der Chat. XXX hatte ich schon. Y, keine Ahnung, viele Y. F, Z. Ah, okay, jetzt haben wir mittlerweile auch ein paar Zs. Es ist oft immer so, ich habe das Gefühl, bei Chat-Umfragen ist oft erst der negative, die negative Antwort. Dann gleicht sich so ein bisschen aus und dann kommen die positiven Antworten. Aber relativ wenige Zs hier. Hier haben wir einen J von Xavis. Wunderbar, finde ich auch gut. Und ja, finde ich nicht schlecht. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Cineminis verdrängt werden? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber das muss ich eigentlich mal anfangen, einfach nur um herauszufinden, was man da neu machen muss. Weil das ist ja so, das ist, als wenn jetzt irgendwie so eine Firma sagt, wir machen jetzt Luft. Wir machen jetzt einfach neue Luft. So, und die Menschheit sagt so, ja, wir haben eigentlich schon Luft. Seit tausenden von Jahren klappt das ganz gut. Aber die sagt, nee, pass auf. Wir haben Luft mit. So, und dann muss wirklich was kommen. Und wenn du sagst dann irgendwie Luft mit Zimtgeschmack, funktioniert das nicht. Ich hatte ja lange Zimtwasser bei mir in der Wohnung. Als in der Zeit, als neben mir eine Baustelle geherrscht hat, hat plötzlich mein Wasser angefangen nach Zimt zu schmecken. Und deswegen assoziiere ich Zimt jetzt eigentlich eher so mit so schmierigen Röhren. Weil ich dachte mir dann eigentlich, Moment mal, wo kommt mein Trinkwasser eigentlich her? Durch wie viele Kilometer Röhren fließt das eigentlich? Was sind das für Röhren? Die sind ja aus Metall. Was ist da für Zeug drin? Schimmelt das nicht? Und dann konnte ich kein Wasser trinken. Da habe ich 3 Wochen lang kein Wasser mehr getrunken, weil ich irgendwie dann so Bilder im Kopf hatte. Aber Regie schreibt, sind gut, aber Cineminis besser. Wie gut das ist einfach. Die sind seit 2 Wochen auf dem Markt und alle haben schon Erfahrung damit gemacht. Aber hier, guck mal. Die sind echt mies, schreibt El Wursto. Oh, der Daumen nach unten von El Wursto. Und also das ist natürlich ein niederschmetterndes Urteil. Ich habe wirklich überlegt, klingt blöd. Ich habe wirklich mir überlegt, mir dieses Jahr mal ein Loch zu graben. Also wirklich einfach mal mich einlochen. Also wirklich einfach mal zu sagen, ein Erdloch. Warum nicht mal ein Erdloch? Einfach mal ein schönes, also wirklich wie ein Grab. Also wirklich mal so ein Erdloch graben und da halt einfach mal rein. Also wirklich einfach mal rein in das Erdloch. Und dann mal gucken. Einfach mal gucken. Ich glaube, da ist es kühl. Weil zum Beispiel Vögel, bei den Vögeln ist es ja auch so, wenn denen warm ist, dann wälzen die sich auch mal so. Dann machen die sich auch so kleine Löcher und graben sich so ein bisschen in die Erde ein. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, auch der Mensch kann da vom Vogel lernen. Ja, ich sag ja nicht, alles ist schlecht an Vögeln. Manche Dinge sind auch gut. Und ich glaube, du kannst da einfach auch eine gewisse Kühlung bekommen. Ist das vielleicht die Zukunft des Menschen? Die Zukunft, Leute denken immer, oh, wenn wir an die Zukunft denken, fliegende Autos, hohe Gebäude, weit in die Luft, hoch raus. Vielleicht findet die Zukunft unter uns statt.
unter der Erde, da ist es kühl, da ist es feucht, da ist es angenehm. Das Grundwasser, ich glaube, vielen Ländern haut auch das Grundwasser ab. Mal nebenbei zum Thema Klimawandel, den haut das Grundwasser ab. Die müssen eigentlich tiefer dem Wasser hinterher. Ich glaube, wir müssen unser Bild von der Zukunft revidieren. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal alles neu machen, alle Science-Fiction-Bücher nochmal neu schreiben. Ein Leben in der Erde. Der Mensch und der Maulwurf werden sich annähern in der Zukunft, glaube ich. Und ja, ich glaube eh, dass wenn diese ganze DNA-Sache mal geknackt ist, können wir uns ja eh eigentlich mit beliebigen Tieren kreuzen. Und dann gibt's halt Maulwurfmenschen so. Und ich glaube, das ist eigentlich die richtige Richtung. Mal nur so am Rande die Evolution geklärt. Also mittlerweile, glaube ich, ist ja die Aufmerksamkeitsspanne von jedem Menschen völlig kaputt. Völlig hinüber. Einfach, man konsumiert drei Dinge gleichzeitig. Und hat mittlerweile, glaube ich, ist auch schon der Trend zum Drittbildschirm. Dass man merkt, okay, du hast einen Bildschirm World of Warcraft, einen Bildschirm irgendein Twitch-Stream, aber du hast trotzdem dein Handy noch dabei. Es ist der Drittbildschirm. Ich glaube, in ein paar Jahren sind wir beim Viertbildschirm und es geht immer so weiter, bis wir vielleicht, genau wie die Insekten, dass sich so zwei kleine neue Äugelchen einschleichen. Dann wird ein Kind geboren, das hat hier noch mal zwei weitere Äugelchen. Alle sagen, ja, das ist es. Dieses Kind muss jetzt 10.000 Nachfahren zeugen. Let's go. Evolution, wir haben keinen Bock zu warten. Du musst jetzt, so einem dreijährigen Kind, du musst jetzt ganz viele Nachfahren zeugen. Wäre gut, wenn es schnell losgeht. Also voran, mach voran. Wir wollen alle diese vier Augen haben, damit wir auf vier Bildschirme gleichzeitig schauen können. Damit wir mehr, immer und immer mehr Bildschirme. Pfeifen Vögel eigentlich dieselben Töne wie Instrumente? Also so, weil die haben ja auch die Tonhöhe ist ja eigentlich relativ willkürlich festgelegt, dass man jetzt sagt, ich glaube so diese 440 Hertz ist ein A. Pfeifen die Vögel auch in unserem Notensystem? Beziehungsweise hat sich unser Notensystem an Vögeln orientiert oder ist es, oder sind die komplett off? Sind die komplett einfach in einer anderen, die sind komplett independent, die machen ihre eigene Musik, drei Akkorde und dann einfach schön Freestyle-Melodie? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es kann schon sein, dass die menschliche Musik sich stark von Vögeln hat inspirieren lassen, ne? Aber schauen wir mal. Gucken wir mal. Wie lange hat Florentin gestern noch gestreamt? Boah, zu lange, zu lange. Das Problem ist ja, ich denke mir immer, mein Gott, spielst du halt, zockst du halt bis 3:30, kein Problem. Liegst du 4 ins Bett, schläfst du noch 6 Stunden, kein Problem. Ich mache in der Regel meine Rechnung natürlich, aber ohne die fucking Vögel, denen es völlig egal ist, wann wir Menschen leben. Als wären sie die Könige der Welt und fangen da um 3 Uhr schon an, hier rumzuschnattern und rumzusinnen. Was hat man sich um 3 Uhr morgens zu sagen? So ein verdammter Vogel, wann geht der ins Bett? Das ist wahrscheinlich so ein Typ, der irgendwie um 19 Uhr ins Bett geht, um 3 Uhr aufwacht und dann einfach mal ganz viel Drang hat zu erzählen und seinen Freunden erzählen will, das habe ich geträumt, das habe ich geträumt. Niemanden interessiert, was du geträumt hast. Erzählt das jedem 3 Uhr nachts, wirklich. Was erzählt man sich um 3 Uhr nachts? Und dann liegst du im Bett, hast dieses Vogelgezwitscher im Ohr und dein Gehirn sagt, Tag, Tag, es ist Tag, es ist Tag, es ist Tag. Und du denkst dir, Gehirn, du bist doch nicht allen Ernstes so dumm, dass du denkst, nur weil jetzt gerade Vögel zwitschern, ist doch nicht gleich Tag. Es ist Nacht, es ist 4 Uhr, es ist Nacht. Wir können jetzt noch schlafen, aber das Gehirn sagt Tag, 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 Tag. Säbelzahntiger, Angriff, Sonnenbrille, Sonnenstrahlen, UV-Licht, Hilfe. Und du sagst, nein, Gehirn, beruhig dich. Du bist doch nicht auf dem Niveau eines Huhns, dem man die Augen zuhält und es denkt, ja, das muss jetzt Nacht sein. Schlaf. So dumm bist du doch nicht. Du kannst das doch. Und dann bist du in diesem Zwiestreit mit deinem dummen Gehirn und das Gehirn belehrt dich eines Besseren und sagt, nein, du bist einfach bescheuert. Also kann einem sowas Kleines wirklich den Tag verderben? Wie klein muss, wie groß muss etwas mindestens sein, dass es einen Tag verdirbt? Hier, den hier meine ich, den Kollegen. Du, ich muss dir unbedingt erzählen, ich bin gerade aufgewacht und dann habe ich diesen kleinen Ast gesehen und komm doch mal rüber auf den Baum. Nein, 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 ich habe den Ast gezählt und blablabla. Währenddessen Florentin im Bett denkt sie einfach, halt deinen Schnabel, halt den Schnabel. Sehr süß und klein. Was haben sie getan? Früher waren Vögel wirklich nette Wesen. Einfach früher der Vogel waren einfach die schönen zwei geschwungenen Linien auf der Kinderzeichnung. Mittlerweile habe ich wirklich das Vertrauen in Vögel völlig verloren. Komplett verloren. Erklärungsversuche. Bin ja großer Fan von Peter Wohlleben. Der hat heute versucht zu erklären, warum Vögel in der Früh so laut sind. Ein Problem, das weiter um sich schlägt. Und die Erklärung war, ja, in der Früh gibt's noch keine Insekten, dann können die noch nicht fressen, also fangen sie an zu singen.
Und da denke ich mir echt, was ist das für ein fucking unsympathisches Tier, dieser dumme Vogel, wo man einfach sagt, na, wenn ich nicht fressen kann, dann nerve ich jetzt alle anderen Tiere und alle Menschen. Ich meine, stell dir mal so einen Wald vor. Irgendjemand gibt da einfach an, wann alle aufstehen. Das ist ja nicht wie Menschen, wo jeder für sich selber irgendwann aufwacht, sondern wenn im Wald ein Vogel anfängt rumzuschreien, ist der ganze Wald wach, dann ist der Fuchs wach und sagt, Leute, eigentlich nach meinem internen Instinktzyklus würde ich noch 2 Stunden schlafen wollen, aber nein, der fucking Vogel ist wach. Der Vogel legt fest, wann der Tag anfängt und das ist wirklich, der Vogel ist der Wecker der Natur. Und wer mag Wecker? Wer mag seinen Wecker? Also wirklich, das ist echt, das ist wirklich nervig. Andere Theorie allerdings ist, dass morgens gibt's anscheinend wenig Wind. Und daher können die Vögel singen, sodass man ihr Gesang weiter hören kann. 2 Dinge, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Erstens, morgens gibt's weniger Wind. Gut, akzeptiere ich. Zweitens, man kann Dinge weiter hören, wenn es keinen Wind gibt. Okay, ja, warum nicht, klar, ja, geht, warum nicht, ja, klar, natürlich, weil die Schallwellen, die bewegen sich auch in der Luft und wenn die Luft sich bewegt, dann ja, klar, aber finde ich eine gute Idee, das heißt, wenn ihr richtig frech sein wollt, könnt ihr, wenn jemand laut ist, einfach wegpusten, könnt ihr einfach die Schallwellen, könnt ihr einfach in der Luft wegpusten, dann hört ihr nichts mehr. Könnte man aber auch ausprobieren, wirklich. Mal so im ICE-System, wenn wirklich im ICE wieder so ein Vollidiot da in deinem Waggon ist, der da irgendwie wieder laut ist, einfach mal einen Ventilator auspacken. Einfach mal versuchen, alles in Bewegung zu bringen. Vielleicht ist es besser. Endlich mal pünktlich zu meinem neuen Hund ist auch am Start. Wunderbar. Der Hund scheint nicht so begeistert zu sein und hat ein Dinosaurierstofftier. Was ist das eigentlich? Tiere mit Stofftieren. Kann mir das jemand erklären? Ist das... Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich glaube, Tiere sind... Jetzt darf ich es mir nicht verscherzen. Aber ich glaube, Tiere sind einerseits klüger, als wir denken, andererseits dümmer, als wir denken. Weil ich glaube, viele Hunde wollen einfach nur ihr Herrchen zufrieden machen und sehen vielleicht, oh, die finden es total süß, wenn ich immer mein Stofftier dabei habe, dann freuen die sich. Also nehme ich jetzt einfach mein Stofftier immer mit irgendwo hin. Und der Mensch interpretiert es als, oh, guck, der Hund hat sein Stofftier, wie süß. Der braucht es immer, der muss es immer dabei haben. Und der Hund denkt, okay, der Mensch gibt mir das Ding die ganze Zeit, scheint zufrieden zu sein, wenn ich es in den Maul habe und hat es deswegen die ganze Zeit dabei. Ich glaube nicht, dass ein Hund wirklich sowas wie... ja, irgendeine Verbindung zu Stofftieren oder Gefühle für Stofftiere entwickeln kann. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, Hunde sind wirklich so die klassischen, diese selbstlosen Wesen, die einfach sagen, ich mache alles, was dich glücklich macht. So ist mir völlig egal. Weil alle Hunde, die nicht dieses Verhalten hatten, wurden erschlagen in früher Vorzeit. Von daher kein Wunder, wenn die in die Richtung gezüchtet wurden. Aber gut, okay, völlig okay. Völlig okay. Finde ich in Ordnung. Hier, da spiegeln sich deine wahren Träume wieder. Das sieht ein bisschen aus wie eine Ratte, finde ich. Da kann man auch manchmal die Zukunft ablesen. Hier, guck mal, hier hinten ist der Schwanz. Da sind die Hinterbeine. Da ist das Ohr. Da ist die Schnauze und da ist das Vorderbein. Moment mal, hat Milika da noch ein paar schöne Rattenbilder reingebrutzelt oder was? Das ist die Zukunft übrigens. Milika, das ist deine Zukunft. Ich arbeite nebenberuflich auch als Wahrsager, Hobby-Wahrsager. Ich nehme dafür kein Geld, also deswegen bitte nicht aufhören zu beweisen. Und deine Zukunft wird auf jeden Fall was mit Ratten zu tun haben. Also entweder mit Andreas Lynch oder vielleicht tatsächlich mit dem beliebten Feldtier. Oder es steht für Versuche. Vielleicht, die Ratte ist ja das Zeichen des Versuchs, das Zeichen der Aufopferung, aufopferungsvollen Experimentratte. Vielleicht solltest du in deinem Leben mal mehr probieren, Milika. Vielleicht solltest du vielleicht mal ein bisschen aus deiner Comfortzone rausgehen, wie die Ratte, die einfach sagt, scheiß drauf, nähm mir das Ohr auf den Rücken, fuck it, gib mir die Flügel, ich probier's, mir egal. Hier, komm, gib mir Krebs, gib mir Tumore, ich probier's aus, ich probier's aus. Mach das mal. Nee, mach das mal. So müsstest du auch dein Leben leben. Wie so eine erbärmliche Laborratte, das könntest du auch machen. Finde ich eine gute Idee.